Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich mache schon meine zweite November-Golfreise und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich immer, in Quinta da Rio, im Robinson Club in Portugal zu sein. Plätze sind super, Hotel ist natürlich klasse, man hat einfach viel Spaß und die Trainingsmöglichkeiten sind für mich top und ideal, um richtig intensiv und hart an den Schwung zu arbeiten. Hoffentlich bist du nächstes Jahr dabei, weil hier werde ich ganz sicher wieder sein. Es geht um die wichtigsten Chips ums Grüne herum. Es sind nur ein paar Varianten. Wenn du die kannst, wirst du absolut gut chippen können. Und damit du die Bewegungen leichter umsetzen kannst, werde ich kleine Eselsbrücken kurz dir vorstellen und dann ist es sehr, sehr machbar. So, der erste Schlag ist der Chip-Putt. So, da möchte ich schon den Schläger greifen, wie ich einen Putter greifen würde. Ich halte den Schläger recht niedrig. Ich belaste das linke Bein etwas. Der Schaft ist sehr, sehr aufrecht und meine Schulter bleibt gerade. Wenn ich jetzt nach unten schaue, sehe ich nicht mein Eisen 9, was ich hier empfehle. Ich sehe den Puttekopf ohne Loft. Und wenn ich an eine gerade Putte-Schlagfläche denke, will ich den Ball automatisch nicht heben. Und das ist ganz gut. Und dann ist der Rest so einfach. Geh rein. So, das war der Chip-Putt. Was ist, wenn ich etwas weiter weg vom Grün bin? Sagen wir mal 20 Meter. So, die Vorstellung, die ich dir empfehle, ist folgendes. Wenn du Rechtshänder bist, stehe so, dass du viel Gewicht auf dem linken Bein hast. Und versuche dann, deinen Körper um dein linkes Bein zu drehen. Also beim Chip-Putt blieb die Schulter ziemlich gerade, aber beim Standard-Chip gibt es mehr Rotation. Die Schwunglänge ist etwas größer. 8 Uhr, 4 Uhr ist zu empfehlen. Aber dreh dich um dein Bein und das wird automatisch dir ein bisschen mehr Speed geben, damit du leichter dahin kommst. Du kannst auch den Puttegriff hier verwenden, wenn du möchtest. Und jetzt möchte ich mich um mein Bein drehen. Und das ist der Standard-Chip oder Chip-and-Run. Und die letzte Chip-Variante, die du beherrschen darfst, ist der Chip über den Bunker mit dem Sandwich. Nur das ist optisch eine schwierige Aufgabe. Aber damit du es leichter kannst, solltest du Folgendes vorstellen. Stehe seitlich. Halte den Schläger mit einer Hand, mit der rechten Hand und hab das Gefühl, dass du einen Ball nach vorne werfen möchtest. Mach das bitte einhändig. Und was du automatisch tun wirst, du wirst ziemlich früh das Gewicht verlagern und dann wirst du werfen. Ich mache einen Schritt und dann werfe ich den Ball. Und genau dieses Gefühl möchte ich jetzt haben. Erst das Gewicht zu verlagern und dann den Ball zu werfen. Du wirst dann viel besser es schaffen, Ball dann Boden zu treffen. Und du wirst es dem Schläger erlauben, mit seinem viel Luft, das Sandwich, den Ball locker über den Bunker zu bekommen. Danke für das Zugucken. Daumen hoch, wenn das Video dir gefallen hat. Tschüss und bis bald.